Ajo, was geht, Freunde, am Start und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play zu Infamous Second Son. Und ja, Freunde, wenn ihr genauer hinguckt auf meine Jacke, seht ihr, what the fuck, warum bin ich so weiß? Ja, ich habe vorhin, als ich ein bisschen privat hier ein bisschen gesäubert habe, tatsächlich den Heldenstatus erreicht. Also wahrer Held, das ist sozusagen die höchste Karma-Stufe, die es gibt. Und ich finde, Delson sieht richtig, richtig nice in dieser weißen Weste aus. Sieht einfach mega geil aus und... Unten links seht ihr, gut, hier die Videofähigkeit ist jetzt ordentlich aufgepumpt. Und wenn ich jetzt hier bei den Fähigkeiten sehe, wir haben jetzt aktuell 0 Scherben. Und ich habe hier eigentlich so gut wie es geht fast alles aufs Maximum. Also hier zum Beispiel die Neonkraft haben wir komplett ausgebaut. Wir haben die Rauchkraft komplett ausgebaut. Nachkampf ist alles fertig. Und das Einzige, was noch fehlt, ist halt Video. Da haben wir noch... Das hier, das hier, das hier und das hier muss noch fertig sein. Ansonsten haben wir hier wirklich ja unsere kompletten Fähigkeiten alle ausgebaut. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum, sondern starten direkt in die Mission, die Rückkehr. Mensch, hattest recht. Alles voll, aber niemand schießt. Jetzt verbannen sie die Polizei von Seattle aus dem Gebiet im Hafenviertel. Irgendwas soll wohl geheim bleiben. Das stimmt. Ja, das sehe ich mir mal an. Klingt, als hätten sie die Gruppe mit APC. Ah, Gott. Bleib auf den Dächern. Du sagst nicht zu viel. Und was ich noch gemacht habe, und zwar, wenn wir jetzt hier auf die Karte gehen... Nein, nein, nein. Auf die Karte. Und wenn wir jetzt hier dieses Gebiet gehen, habe ich dieses komplette, also wirklich, ich habe einen kompletten Stadtteil. Alles habe ich hier gesäubert. Also wir haben hier alles auf 0%. Alles haben wir hier von diesen scheiß mächtigen Mongos befreit. Und das ist definitiv nice. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Untersuchen Sie die Quelle des Polizeiberichts. Aha. Okay, dann machen wir das mal. Hey Reg, weißt du, wie toll die Aussicht von hier oben ist? Konzentration, Bruder. Für Sightseeing ist später Zeit. So. Und das Gute ist, ich habe jetzt die Fähigkeit freigeschalten, dass ich jetzt... Hier ist Betty. Betty, das passt gerade nicht gut. Warte. Diesmal hörst du mir zu. Es ist Zeit, dass du mit diesem Unsinn aufhörst und nach Hause kommst. Bald, Betty. Ich muss nur... Ich weiß, was du nur musst. Du willst wieder gut machen, was passiert ist. Haha. Ich bin nicht die dumme alte Frau, für die du mich hältst. Betty, du verstehst das nicht. Hör zu. Auch wenn ich zu schätzen weiß, was du da versuchst, hör sofort damit auf. Solange du nur sicher nach Hause kommst, ist das alles, was zählt. Ich kann nicht. Bald, versprochen. Aber nicht jetzt. Zwingt Reggie dich etwa zu bleiben? Er ist ein lieber Junge, aber er kann manchmal ein ganz schöner Dickschädel sein. Aber wenn du ihm sagst, dass du nach Hause willst, dann kommt er mit. Er würde alles für dich tun. Das weißt du doch, oder? Standard! Ich muss jetzt auflegen. Danke für den Anruf. Richte Reggie aus. Betty hat gesagt, ihr sollt gefälligst eure Hintern nach Hause bewegen. Und grüße ihn von mir. Reggie, hast du dieses Betonzeug überall gesehen? Die verschanzen sich offenbar. Ich habe ihm wohl Angst gemacht. Oder vielleicht markieren Beton... Reg, überall Brandspuren. Sieht aus wie mein Werk. Also noch ein Rauchkonduit. Eigentlich logisch. Von allem gibt es mehr als einen. Ich hatte wohl mal auf etwas Neues gehofft. Zeig mir, was du mit Werk meinst. Okay, wir müssen jetzt alles fotografieren. Na gut. Reggie, der alte Master im Bereich Polizei. Wow. Schicken wir alles mal. So sieht es aus, wenn du hab's mir nie so genau ansehen wollen. Ey, die würden mir dasselbe antun. Na gut, was noch? Was willst du noch haben, Reggie Reg? Oh nee. Ach, Habibi. Und wenn ich jetzt L1 drücke, rufen wir hier erstmal einen Kollegen. Das ist geil. Wir rufen einen Kollegen, der uns ein bisschen zur Seite hilft, auf jeden Fall. Das ist ganz geil. Dann haben wir einen zweiten Kumpel. Das ist das Geile an der Fähigkeit. Oh Gott, Nase juckt. Eieiei. Oh. So. So, dich snack ich mir erstmal, Kollege. Wo willst du hin? Du gehst irgendwo hin. Du bleibst hier. Warte, ich höre noch einen. Der noch? Einsatzteam, bitte melden. Am Schar am Arsch, Digga. Ich höre gar nichts. Reg, dieser Conduit? Die sagen, es ist dieser Hank. Was? Sagtest du nicht, sie hätte ihn in Salmon Bay erledigt? Hat sie auch. Dachte ich zumindest. Ich meine, ich hab's selbst gesehen. Er ist tot. Ganz sicher. Such weiter. Na toll, na ganz toll. Der Kollege lebt also immer noch. Ja, das ist ja absolut fantastisch. Na gut. Was soll ich weiter suchen?
Mann, nee. Komm. Nice. Direkten. Doch. Doch, Habibi. Boah, ich liebe dieses Ding. Das ist einfach so geil, dass das vollautomatisch ist. Oh nein. So nice. Oh nee. Komm, Habub. Mach nicht diesen. Also ich kann nur einen rufen pro Ladung, oder was? Ja, geil. Das ist ja fantastisch. Oh, meine Nase, Digga. Ich war gerade vorhin duschen. Auch ganz entspannt. Und... ja, ich fühle mich auf jeden Fall frischer. Ich fühle mich viel frischer, Digga. Ich fühle mich endlich wieder wie ein normaler Mensch. Okay, Reggie, ich geb's zu. Ich lag falsch. Wo lagst du falsch? Ah, da unten. Ah, hier. Was ist das hier? Ist das Hank? Tatsache. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Sieht so aus, als wäre es er gewesen. Du sollst mich doch anrufen, wenn du in Downtown für Chaos sorgst. Das bin ich nicht. Ich sehe hier jemanden, der jede Menge DUP-Helikopter ausräuchert. Du kannst das sehen? Wo steckst du? Auf einem Gebäudedach Ecke 12. und Union. Ach, die gute alte Madame. Nahegelehntes Dach. Ja, das machen wir doch gern. So, schön auch ganz entspannt. Ah, da ist sie schon. Und wirklich diese Fähigkeit, dass wir damit einfach machen können, das ist so geil. So. Servus, meine Liebe. Du hast auch die Rauchkraft. Weil ich glaube, das ist der Typ, der mit dir in dem Transporter war. Der, von dem ich meine Kräfte habe. Meinst du diesen verschwitzten Kerl, Hank? Ja. Und wenn er aus Augustins Turm ausgebrochen ist, kann er mir vielleicht helfen, da reinzukommen? Komm doch mit und hilf mir. Nein, nein. Der Typ bringt nur Ärger. Ich bleibe einfach hier und genieße das Feuerwerk. Jawohl, die lässt uns im Stich. Geil. Stani, man kennt's. Mache ich. Aber ich bin ja nicht gerade hilflos. Oh Gott, oh Gott. Außerdem haben wir etwas gemeinsam. Wir beide hassen Augustin. Ja, viel Glück. Na toll. Schnappen Sie Hank und finden Sie heraus, wo er gewesen ist. Reg, ich sehe ihn. Er ist auf einem Dach in der Innenstadt und kämpft gegen Hubschrauber. Okay, hör mir zu. Die DUPs dürfen ihn nicht kriegen. Schon gut, kapiert. Und sie dürfen ihn auch nicht töten. Und töte du ihn auch nicht. Aber lass ihn auch nicht entkommen. Ob ich mir das mal alles merken kann? So. Ganz entspannt. Reg, ich bin auf dem Dach. Hank? Nicht hier. Hast du ihn verloren? Nein, ich hab ihn nicht. Ich halte bloß Abstand. Absichtlich? Er kann quasi fliegen, Mann. Ja, aber du doch auch. In drei Sprachen. In drei Sprachen, Standard, man kennt ihn. So, ich betrete Sperrgebiet, scheißegal. So, nice. Na komm her, Hank. Da hat Reggie recht, Digga, in drei verfickten Sprachen. Hank! Willst du dich um? Junge, Reggie, lass ihn! Wenn der Kopie ist, bin ich weg. Jetzt gehört die Hubschrauber dir. Mann, Reg, du hast dich verscheucht. Autsch. Oh Gott. Mist, Reg, ich hab ihn verloren. Tja, aber ich nicht. Lantern District, Hing Hay Market. In der Notrufzentrale herrscht Chaos. Ey, Digga. Was? Du willst mich doch verarschen! Ich wollte gerade sagen, Alter. Na gut. Dann warte, nehme ich mir noch hier. Wenn ich schon dabei bin, nehme ich mir auf jeden Fall noch mal ein paar Granaten mit, auf ganz entspannt. So. Wie gesagt, wir wissen, was die Fähigkeiten betrifft, eigentlich so fast ganz voll. So, na gut. Jetzt sind wir hier. Was geht ab? Hey, warte! Ich will dir nichts tun! Ich brauche nur deine... Egal, die habe ich ja schon. Kein Problem, kein Problem. So, jetzt mal hier nach oben. Hank, du musst mir helfen! Das kannst du vergessen! Hanky, Hank, wir sind doch Kollegen, oder nicht?
Der Typ ist richtig behindert. Ich warne dich, Kleiner! Lass mich in Ruhe! Nein, 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 das kannst du schön abschminken. Ich werde dich ganz bestimmt. Nee! Er entkommt nirgendwo. Ich will doch nur reden. Der entkommt nirgendwo, der Kollege, Digga. Da kannst du ja das an die Backe nageln. So, jetzt hier rüber. Nächster. Ich will es nicht lassen, aber du willst mitkommen, du Missgeburt. Sonst klatsche ich deine Anane. Hanky Hank! Was macht er jetzt? Er hat mein Handy geschnappt. Was bedeutet das? Hältst aber auch gar nichts aus. Hank? Woher hast du diese Nummer, Mann? Telefonbuch. Der Schlag von vorhin tut mir leid. Aber ich wusste, mit dir kann man nicht reden, bevor du dich beruhigst. Hast du dich beruhigt? Ich schwöre, Mann, wenn ich dich kriege. Ich rufe später nochmal an. Nein, 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 warte. Ich bin ruhig. Bist du sicher? Bis jetzt hast du mich nämlich bloß umhergehetzt, angebrüllt und mich ständig angegriffen. Ich werde Augustin erledigen. Aber dazu brauche ich deine Hilfe. Darauf würde ich mich glatt einlassen. Cool. Dann sollten wir... Warte, das GOP macht sich hier breit. Irgendwas ist im Busch. Ich sehe mir das an und melde mich. Na gut. Die Rückkehr, perfekt. Und wir sehen, wir sind ein waschechter Held, Junge. Mission abgeschlossen. Ich bin's. Sterzen, Gott sei Dank. Du warst plötzlich weg. Tut mir leid, hör zu. Ich hab Hank gefunden. Er will uns helfen, Augustin dran zu kriegen. Was? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wieso nicht? Ehrlich, Bruder. Du bist zu pessimistisch. Tja, vielleicht bist du nicht pessimistisch genug. Sei einfach vorsichtig und pass auf dich auf. Zu pessimistisch. Hä? Ist halt schwierig, Alter, wenn jetzt das kommt, was... Weil es wird später. Wird es etwas geben. Für die Leute, die den Film Second Summer gespielt haben. Es ist auf jeden Fall nichts Cooles, was jetzt dann kommt. Irgendwann kommt. Ich bete, dass es niemals kommt, aber... Bald ist es soweit. So, hinten ist auch das Ziel. Also wir kommen wirklich mit dieser... Dieser Fähigkeit, Digga, wir kommen so schnell von A nach B, das ist so geil. So, die Mission ist gesperrt, zerstören sie hinein. Ach so, das DUP-Ding. Warte, machen wir das zuerst. Dann machen wir das mit Lieben gern zuerst. Und die haben Helis. Mach die Seeschwer kaputt. Wo sind denn die Dinger? Ach, hier. Schön aufladen, die Raketen. Und dich nochmal. Lass mich verarschen, weg mit dir. Du willst mich doch rollen. Oh, nee. Nee, nee, nee. Hallo? Nein? Habe ich ihn down? Ich habe ihn down. Der Rest ist easy. Alter, smack dich. So, erstmal weg hier. Wo ist der One? Hä? Ach, der ist unten. Ja, klatsch dich, du One-Sohn.
Was, er lebt immer noch? Nee. Ich glaube, das sind die Penner, die unten sind. Das sind die Wichser. So, boah, das ist so geil, Digga. Wirklich, das ist vollautomatische Power. Vollautomatische Power, Digga. Ohne Neonkraftwerke jetzt. Da. Nice. So, na gut. Wo ist das Schwarztee? Nice. Wo? Ach, hier, da unten. Oh, ist das ein Ziviles gewesen? Das wollte ich natürlich nicht. Das wollte ich natürlich gar nicht. Nein, 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 nein. Das will ich nicht. So. Nice, top. Warte, gib mir die Schabe. Nein. So. Nice. Her mit dem schönen Ding. Jetzt das Servus, meine Lieben. Ich bringe Glück und Gut. So. Nee. Nice. Na gut. Wer schießt auf mich? Was will von mir was? Warte mal, wir machen erstmal die Wichser kaputt hier. Die Seische. Zerstören wir mal auf ganz entspannt. Perfekt. So. Ja, großartig. Ja, damit. Jetzt auf ganz entspannter Basis. Nice. Läuft doch. Läuft doch super. Ohuhu. Da hat es explodiert. So, perfekt. Nauntrum-Nebenmission jetzt verfügbar. Und laute Energiekerne. Energiescherben. Du weißt schon. Davon brauchen wir auf jeden Fall auch noch einige. Aber bald haben wir auf jeden Fall alles fertig. Bald haben wir alles fertig. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Mission. Quid pro quo, was heißt das? Du Kleiner, ich hab nachgedacht. Als du mich vorhin über die Häuser gejagt hast, mit den Helis und dem ganzen Zeug. Stimmt. Ja. Warte, bevor wir weitermachen. Ich habe 6 Scherben. Verbesserte Unsichtbarkeit. Erweiterte Unsichtbarkeit. Luftwoge. Halten Sie in der Luft gedrückt und vorwärts gleiten. Ah, cool. Ja, perfekt. Nein, ich wollte eigentlich sagen, du hast den Dreh mit den Rauchtricks voll raus, die du von mir hast. Ja, aber einen Trick musst du mir noch beibringen. Du bist aus ihrem Turm entwischt. Wie bist du an den elektrischen Barrikaden vorbeigekommen? Auf einem gegenüberliegenden Dach steht ein Transformator, den du lahmlegen musst. Aber das nützt dir auch nichts. Der ganze Turm ist gepanzert und die halbe DUP-Armee steht dort Wache. Aber vielleicht, wenn wir uns zusammentun. Hey, mein Spezialgebiet ist es, auszubrechen. Einbrechen ist nicht mein Ding. Hör zu, wir haben beide Gründe, an Augustin ranzukommen. Sie hat etwas, was wir beide wollen. Aber wir müssen es zu unseren Bedingungen tun, nicht zu ihren. Sie hat etwas, was wir beide wollen. Was wollen wir denn beide? Draußen locken, wo wir eine Chance haben. Schon einen Plan? Da waren doch diese beiden Kids in dem gepanzerten Bus mit mir. Fetch und Eugene. Kann sein. Jedenfalls, das DUP hat sie. Was? Gerade festgenommen. Das war das ganze Durcheinander vorhin. Ich schätze, sie wollte sie unbedingt erwischen, weil ich entkommen bin.
Sie schickt sie zu dieser großen Betonplattform, die das DUP zwischen den beiden Inseln gebaut hat. Oh nein. Müssen ihnen helfen. Da gibt es ein Pier gegenüber von der Plattform. Wir treffen uns da nach Sonnenuntergang. Wir sehen uns da. Oh no, oh no, oh no. Hab's gehört. Hank und ich haben einen Plan. Wir stürmen die Insel, schalten alle DUP-Wachen aus und dann... 14, ich hab nachgedacht. In letzter Zeit sind sehr viele Unschuldige draufgegangen. Normale Menschen. Normal? Oh Mann, Reg. Fangen wir jetzt wieder damit an. Und ich weiß nicht, ob ich damit noch weitermachen kann. Nur um ein paar Bioterroristen zu befreien. Reggie. Ich bin ein Cop. Ich soll solche Dinge verhindern. Ruf mich einfach an, wenn's vorbei ist. Dann können wir zurück nach Salmon Bay. Und Delson, nimm dich vor Hank in Acht. Ich trau ihm nicht. Oh, geh kaputt, Mann. Ach, Mann. Egal. Na gut, dann warten wir ab. Boah, ich hab gar keinen Bock drauf, Digga, weil ich genau weiß, was kommt. Ich weiß genau, was kommt. Reg, was machst du denn hier? Hör zu, das sind Menschen da drüben. Sie brauchen Hilfe. Keine Bioterroristen, keine Conduits. Menschen. Okay, danke. Danke, dass du hier bist, also. Was macht der Cop hier? Er ist mein Bruder, okay? Er ist wegen mir hier, also. Was denkst du? Ich habe mich umgeschaut. Das Dock drüben auf der anderen Seite ist das geringste Risiko. Ich dachte, ihr zwei könnt mit eurer Rauchgabe ihre Aufmerksamkeit vielleicht nach vorne lenken. Ich beschlagnahme ein Boot und fahre unbemerkt rein. Und warum gehen Sie als Erster? Tja, weißt du, ich bin ein Cop. Das heißt, ich beschlagnahme ein Boot und es ist legal. Klaust du ein Boot? Dann buchte ich dich ein. Oh, das macht er. Ja, dann sehen wir uns drin. Okay? Reg ist so gechillt, Mann. Wir sehen uns drin. Pass auf dich auf, ja? Reg ist ein richtiger Motherfucker. Wir gehen da raus und machen Krach. Dann kommt Augustin garantiert angerannt. Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel, wo uns niemand sieht. Okay, warte kurz. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nichts. Was machst du? Da spricht doch ein Kopf mit, Mann. Großer Fehler. Witzig. Er sagt das gleiche über dich. Ach, Mann. Ich brauche eine Rauchkraft. Wir gehen da raus und machen Krach. Dann kommt Augustin garantiert angerannt. Aha. Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel, wo uns niemand sieht. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nicht. Hey, Mann, Digga! Hör zu, wir gehen da raus und machen Krach. Wo ist die Rauchkraft? Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel. So abfuck, Digga, ich brauche Rauch. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nichts. Da spricht doch ein Kopf mit, Mann. Großer Fehler. Witzig. Er sagt das gleiche über dich. Hier ist sie. Wir gehen hier rein und müssten dann mitten in dem Ding wieder rauskommen. Bist du dir sicher? Na gut. Hey, als ich in dem Turm war, habe ich einiges gesehen. Eine Sache noch. Wir haben da eins von diesen Drohnendingern, die von denen du Kräfte bekommst. Woher weißt du das? Eine neue Kraft wäre doch nicht schlecht, bevor wir Augustin platt machen. Auf geht's. Warum ist er rot? Aua. Ah, durch dieses Ding, okay. Passt. Okay, das ist der Plan. Oh nein. Wir setzen diese Stützpfeiler ein. Die spüren das Rumpeln und schicken die Wachen runter, um nachzusehen. Wir schalten sie aus. Dann kommt Augustin. Was habe ich gesagt? Sorry, dass ich gezweifelt habe. Jawohl. So. Unfassbar, dass wir die Dinger wegfegen. Warte noch, was für die Idee und nicht auf. Komm, weg mit dir. Warte. Ach, scheiße, Mann. Ja, jawohl. Scheiße, Mann. Oh
Achso, Kopfschuss ist gleich Dings. Verstehe. Nice, jetzt haben wir die Kraft. Die werden wir noch brauchen. Was? Wieso gescheitert? Hä? Och man. Warte mal. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Zieh. Alter. Nice. Gemeinsam kann uns keiner aufhalten. Alleine schaffen wir es nicht, Augustin aufzuhalten. Och man, Digga, es sind zu viele. Das sind viel zu viele, Digga. Komm. Hallo. Hallo. Komm mal, Bibi. Hallo, es geht nicht. Will nicht. Mann, fick dich, du Hurensohn. Wo ist Rauch? Scheiße, Mann. Warte. Komm schon. Ey, hab Bub, mach nicht diesen, komm. Scheiße, Digga. So. Komm, schieß, jawohl. Alter. Komm, Rauch. Nice. Komm, Gerek, du bist kaputt. Rauch. Nice. Ich weiß gar nicht, warum die Mission gescheit ist. Ich glaube, weil wir Dings getötet haben. Oder weil die Hank getötet haben, so. Warum kann ich jetzt nicht... Ah, jetzt, was? Hey! Warum geht das nicht? Das Game ist so verbuggt, Alter. Das Game ist so verbuggt, Mann. Jetzt habe ich auf einmal kein HUD mehr, oder was? Ja, wie crap ist denn das, ey? Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mich töten und alles nochmal von vorne. Nein, muss ich nicht. So, jetzt nochmal bitte. Ich reibe die ganze Zeit, es geht gar nichts. Ich reibe die ganze Zeit. Davor ging es, jetzt auf einmal geht es nicht mehr. Jetzt vielleicht? Ich reibe die ganze Zeit. Jetzt. Ist er bereit für eine neue Kraft? Ah, endlich, Alter. Wie hast du? Komm schon, sie wird jeden Moment hier sein. Komm hier rüber, mal sehen, was für Kräfte du kriegst. Was für Kräfte? Ein Ding. Aber wir haben doch schon alle Kräfte. Was? Traust du mir auf einmal nicht mehr? Keine Ahnung, Mann. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte Reggie anrufen. Hank! Henry, du hast mich nicht enttäuscht. Ich hab meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ich wusste es. Du Mistkerl, ich hab dir vertraut. Trau keinem Häftling. Wie ich sehe, ist das deine Größe, aber nur um sicher zu gehen. Oh,
Schätzchen. Wenn mein Bruder rauskriegt, was du getan hast, dann wird er... Dann wird er was? Dann wird er das. Du hättest mich treffen können. Ja, das ist die Rache für die Sache mit den Engeln. Na los, geh auf. Komm her, geil. Die Handschellen ab. Hier lang, ich geb dir Deckung. Was finden Sie einen Weg um? Reg, sie ist noch am Leben. Sie wird zurückkommen. Und ich kann keine Kräfte benutzen mit diesem Betonzeug an mir. Was ist denn passiert? Es war eine Falle. Hank hat uns hergelockt, damit Augustin uns erwischt. Ich wusste es. Ich hab's dir gesagt. Gott, ich kapier einfach nicht, wieso er uns das antut. Weil er ein Verbrecher ist. Und Verbrecher tun sowas eben. Du hast ja vielleicht Superkräfte. Aber es würde dir nicht schaden, ab und zu mal auf deinen Bruder zu hören. So, ein bisschen so. Ich muss mich beeilen. So kann ich mich Augustin nicht stellen. Ja, das ist mal ein bisschen heilen, dies, das. Nein, nein. Oh Gott. So, nice. Okay, komm hier hoch. Versuch's ja. Freund, das wird böse. Was zum Teufel? Finden Sie einen Weg um Dingen. Ja, ich weiß. Hilf mir, Bruder, hilf mir, du musst mir helfen. Mach das weg. Sorry, keine Granaten mehr. Machen wir es auf die altmodische Art. Was heißt das? Leg die Hände hin. Nicht bewegen. Dankeschön. Ich wusste, wir können ihm nicht trauen. Okay, du hattest recht. Hätte ich auf dich gehört, wären wir jetzt nicht hier. Fett schon Dings. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann hätten wir doch auch diese beiden. Mensch. Wie willst du uns hier rausbekommen? Ich muss euch runterschießen. So ein Plan kann auch nur Copman. Oh Mist. Achtung! Oh nee, dieser dumme Hure. Scheiße, ja, das ist es. Shit! Reggie! So ein Scheiß. Dalton. Dalton. Sieh mich an. Du musst loslassen. Nein, ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin so stolz auf dich. War ich immer. Nein! Reggie, leg dich mal. Nein! Das ist diese dreckige Hure, Digga. Ich fick die so hart, Digga. Das war's. Das war dein Punkt. Das war dein Punkt. Die wird dafür bezahlen. Die wird dafür bezahlen. Die Fotze wird dafür bezahlen. Du dumme Schlampe, Digga. Du dumme Fotze. Er hat dir nichts getan. Du dämliches Slut. Nimm doch die Wichse auf, Mann. Oh mein Gott. Ey, Dalton! Wieso? Du scheiß Schlampe, Digga. Du dämliche Schlampe. Oh Gott. Oh nein!
Nein, 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 nein. Nein! Hank wird dafür auch büßen. Hank wird dafür auch büßen. Mein Gott. Ey, du elendige Hure. Batz. Erledigen Sie Augustin. Aber sowas von. Mit voller Kraft, Digga. Wo ist die Nutte? Was, die will immer noch? Na, großartig. Komm. Na, toll. Oh, nee. Nein. Smack dich, du Hurensohn. Na komm. Schön die Kraft. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein. So. Holy moly macaroni. Scheiße, wo ist Rauch? Rauchkraft. Mann, du verfickter Hurensohn. Klatsch dich. Wo ist die Slut? Diese hässliche Slut, Digga. Rothaarige Hexe. Nein, 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 nein. Och, ey, Digga, ich hasse das. Geht doch, Nelson. Komm. Batz. Nein, 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 nein. Schön aufladen. Ey, fick dich. Kann ich die irgendwie, keine Ahnung, geht glaube ich nicht. Doch jetzt. Ey. Och nee. Video geht auch. Komm, smack dich, du und so. Oh mein Gott. Na, fuck. Batz. Scheiße, Mann. Och, Mann. Ey, ey. Mann, geh drauf, du Fotze. Batz. So, jetzt sie ja schön die Kraft. Rauf damit. Die komplette Energie. Wenn die jetzt nicht kaputt ist, weiß ich auch nicht, oder? US TV.
zwischen dem DOP und einer kleinen Gruppe Bioterroristen. Man sieht, wie die Reste der gewaltigen Anlage, die das DOP erbaut hat, im eisigen Wasser des Puget Sound versinkt. Augenzeugen zufolge wurde die einzige Überlebende, DOP-Chefin Brooke Augustine, zuletzt gesehen, als sie zu dem riesigen Betonturm wollte, der ihr seit Ankunft des DOP vor fast 2 Wochen als Hauptquartier dient. Doch bisher haben wir noch keinen Kontakt zu Miss Augustine aufgenommen. Inzwischen gibt es Berichte, dass in mehreren Teilen der Stadt die Bürger für das DOP demonstrieren und verlangen, dass der Bioterroristenaufstand in Seattle mit allen nötigen Mitteln niedergeschlagen wird. Das war Kurt Wyatt von USTV mit einem Live-Bericht aus Seattle. Ja, geil. Toll. Gamma-Stufe wahrer Held. Man kennt's. Aber ich liebe das jedes Mal zu lesen. Der arme Reggie. Wo ist es, diese Fotze, Digga? Diese dreckige Slut, Mann. Was ne Missgestalt. Puh. Oh, Reggie. Es tut mir leid. Du hast es gewusst. Du hast mich vor Hank gewarnt, aber ich hab nicht gehört. Aber ich schwöre dir. Dreckskerl wird dafür büßen. Was besiegen Sie die DOP-Truppen, wenn Sie heraus, wo Dings ist? Wo ist er? Sag mir, wo Dodgery ist! Ja, wie viele von denen gibt's hier, Digga? Jesus Christ. Geht ihr mal drauf hier? Komm, geh recken. Du auch da vorne. Alter, die machen ja richtig ernst, Mann. Der mit dem Neon. Dann machen wir es auf die Art. Nice. So, kurz abgammeln. Kurz abgammeln, ganz kurz. So, wunderbar. Jetzt geht's weiter mit dem Kontext hier. Stirb, du Untermensch! Nice. So. Komm her. Nice one. Mist! Hätte er ihn noch leben lassen sollen, damit er antworten kann. Aber ich weiß, dass er noch lebt. Ich muss ihn nur finden. Dieser scheiß dreckige Penner, Digga. Man, er hat mich doch angerufen. Dieser mies dreckige Penner. Man muss ich doch haben. Da. Was ist los? Ich bin hier. Und ihr? Gleich da. Wir haben am Hafen deinen Transport arrangiert. Was zum Teufel will das DOP von Hank? Toll. Warte, wir machen mal so, wir gehen mal hier geradeaus. Jetzt hier hoch. Jetzt hier. Jetzt hier, dies, das. Irgendwas kriegt das schwer was ab. Klingt wie ein Krieg, Mann. Jetzt vielleicht? Ah, ne. Da vorne. Da vorne, da vorne. Wo ist der One? Das war Hank? Hank! Bist du da? Ich hab keine Angst vor dir, Hank! Wo ist der Pisswichser? Wohl nicht der Conduit, den ihr erwartet habt. So. Oh mein Gott. Scheiße. Holt ihn mit Unterstützungsfeuer aus der Deckung.
So. Nee, 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 nee. Ich brauche ganz normale Gegner, ganz normale. Nein. Einen brauche ich noch. So, jetzt kommt der hier, kleine Wichser. Ich fick euch alle. Ihr kleinen Missgestalten. Schön die gesamte Kraft auf einem Haufen. Nice. Alter, willst du mich verarschen? Nice. Du Missgestalt. Herrlich. Hank ist weg. Ich muss das Signal wiederfinden. So, auf dem Dach. Okay, gut. Reicht das? Wieso glaubst du, dass ein Bioterrorist wie du die Stadt lebend verlässt? Wir hatten einen Deal. Nein. Warte mal. Ja? Nicht? Ich würde gern Dings haben, die Pixelkraft. Pixel. Oder Videokraft, die auch immer, juckt nicht. So. Ich hab getan, was ihr wolltet. Du musst dein Versprechen halten. Mein Nice. Na komm. So, erstmal hier hoch. Der Typ ist doch sogar gespinnert. Er denkt halt wirklich, August hätte ihn einfach so laufen lassen. Ist hier irgendwo. Dächer scheint er ja zu mögen. Ihr kleinen Wichser. So, nice. Nein, hier unten ist er nicht. Bleibt nur noch das Dach. So, komm. Hey! Geh mal drauf, du Pissfreak. Scheiß Kekko-Söhne. Mann, fick dich. Ich klatsch dich. Okay. Okay. Ich muss aufs Dach. Da muss Hank sein. Wissen wir. Nice. So. Komm her. Nein. Ah, geil. So, weg mit dir, du One. Nice one. Oh mein Gott. Wo ist ihr Video? Da. So, wieder nach oben. Nice. Geh drauf, du Wichser. Oh mein Gott. Fickt euch. Oh mein Gott. Gibt's doch nicht. Ich muss nah dran sein. Muss die App wohl nochmal ran. Alter. Ach was.
Er will zum Yachthafen. An Land ist er nicht mehr erwünscht. Ich schätze, Hank und ich sehen uns bald wieder. So. Ab zum Yachthafen, wir sind ja gleich da. Du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser. Sie hat Reggie ermordet. Ich hatte keine Ahnung, ich schwör's. Nichts gewusst. Du hast uns verraten. Sie sagte, sie würde dir nichts tun. Sie wollte nur mit dir reden. Du hast ihr geglaubt? Sie hat eine ausgeprägte sadistische Ader. Aber ich habe nie gehört, dass sie Cornels tötet. Mein Bruder. Er wäre noch am Leben, wenn du nicht wärst, du Schwein. Sie hatte meine Tochter. Oh mein Gott, was ein Hu, was eine Fotze. Aber trotzdem, Digga. Verschonen Sie Hank, erledigen Sie Hank. Natürlich. Wir können nicht so herzlos sein. Warum kommst du nicht mit uns? Tauch einfach unter. Pass auf dich auf. Komm, Schätzchen. Er hat auch Kinder, aber naja, was willst du machen? Ist halt scheiße, Digga. Ja, wir sind wahrer Held. Wir sind ein richtiger Held. Oh, ich liebe diesen Status. Gehen Sie nach Downtown zum DUP-Turm und stellen Sie sich Augustine. Ich glaube, das ist schon die letzte Ebene, ne? Boah, Alter. Wir haben noch ein bisschen was. Hier haben wir noch ein bisschen was freizuschalten. Das ist halt hier die letzte Ebene. Ja. Warte mal, wie viel habe ich noch zum Dingensen? 5 Scherben habe ich insgesamt. Was ist das hier? Machen wir verbesserte Unsichtbarkeit das? Schleichen Sie sich an Gegner ran, ja, im Dreieck. Unsichtbarkeits. Na gut, scheiß drauf. Lese ich mir später durch. Na gut, würde ich sagen. Es ist Zeit, uns die Stadt von denen zurückzuholen, die sie zerstören. Warte, wir holen uns das noch kurz an. Die Bioterroristen haben bei uns nichts verloren. Sie gehören weggesperrt, weit weg von allen anständigen, normalen Menschen. Zum Wohle der Gesellschaft. Das ein Witz sein? Ich bin es doch, der die Gesellschaft vor ihr und ihrer Armee aus Wahnsinnigen beschützt. So, das ist aber auf jeden Fall ein Fakt, was Delson gesagt hat. Na gut, Freunde, wir werden uns dann in der nächsten Folge das Finale angucken von Infamous Second Son. Boah, schlimm, der arme Reggie. Alles soweit gekommen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, schaltet dann morgen in der letzten Folge ein vom Let's Play Infamous Second Son. Bis dann, checkt ihr mit zum Fiktion, ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.